Guten Tag und herzlich willkommen aus Magdeburg, aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Kennzeichen der Stadt sind der mächtige Dom und natürlich die Elbe. Zurzeit fließt allerdings recht wenig Elbwasser an Magdeburg vorbei. Seit 1990 ist der 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit. Gastgeber für die zentrale Feier ist immer das Land des jeweils amtierenden Bundesratspräsidenten. Zurzeit ist das Wolfgang Böhmer, der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts. Zu den Feiern gehört ein Gottesdienst, ein großes Volksfest und eine zentrale Feier, die wir Ihnen in den nächsten 60 Minuten live zeigen werden. Wie Sie sehen, in der Stadthalle sind alle Gäste bereits eingetroffen. Die Spitzenvertreter der Verfassungsorgane, Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, die hohen Gerichte, Kirchen und das diplomatische Korps. 1400 Gäste sind es insgesamt. Festredner sind der Gastgeber Ministerpräsident Böhmer, der Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Literaturnobelpreisträger Imre Kertész. Zu Beginn stimmt das Jugendsinfonieorchester des Landes musikalisch ein. Unter der Leitung von Professor Herbert Beißel beginnt es mit Tschaikowski. Wir hören den slawischen Marsch. Thank you.
Das war das Jugendsinfonieorchester Sachsen-Anhalt unter der Leitung von Professor Herbert Weißel. Und nun spricht Ministerpräsident Wolfgang Böhmer, der Gastgeber der diesjährigen Einheitsfeier. Herr Bundespräsident, Herr Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Bundeskanzler, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Exzellenzen, verehrte Kollegen Ministerpräsidenten, meine sehr verehrten Damen und Herren. 13 Jahre nach der Wiedervereinigung unseres über 40 Jahre geteilten Landes darf ich Sie heute in Magdeburg begrüßen, um gemeinsam mit Ihnen diesen denkwürdigen Tag jüngster deutscher Geschichte zu würdigen und auch gemeinsam zu feiern. Für uns ist es nicht nur ein Datum aus dem Geschichtsbuch, sondern ein Erinnern an gemeinsam erlebte Zeitgeschichte, ein gemeinsames Erinnern an unbändige Freude und auch unvermutete Probleme. Es gibt so viele Erinnerungen, wie es Menschen gibt, die sich erinnern. Jeder bewahrt seine eigenen Bilder von der Vergangenheit und wertet die erlebte Geschichte mit den Maßstäben seines eigenen Lebens. So müssen wir uns nicht wundern, wenn das organisierte Erinnern schon nach nur 13 Jahren zu einem höchst unterschiedlichen, aber immer facettenreicheren Bilderbogen höchst verschiedener Wertungen und Würdigungen erlebter Ereignisse geführt hat und auch weiterführen wird. Für die Transformierung einer auf Volkseigentum basierenden, abgeschotteten staatlichen Planwirtschaft in eine auf Privateigentum aufbauende, weltoffene, wettbewerbsfähige Marktwirtschaft gab es weder Erfahrungen noch Lehrtexte. Andere Länder erkundigen sich heute bei uns, wie wir diese Probleme gelöst haben. Dass die Sanierung einer maroden Infrastruktur und völlig überschuldeter Staatsstrukturen viele Jahre dauern würde, hätten wir bei nüchterner Betrachtung denken können. Bei vielen von uns bestand ein Wahrnehmungsdefizit, weil wir die Wirklichkeit der jeweils anderen Seite nicht kannten
und auch nicht den Geheimbericht aus der staatlichen Plankommission der zusammenbrechenden DDR. Nur bei wenigen ist danach eine Wahrnehmungsverweigerung geblieben, weil sie nicht wahrhaben wollen, was den eigenen Wunschbildern von der Wirklichkeit nicht entspricht. In den zurückliegenden Jahren haben wir durch eine beispiellose innerdeutsche Solidarität sehr viel erreicht. Wir haben schon gut entwickelte Landschaften, wenn auch noch nicht überall und noch zu wenige. Und es gibt auch noch viele ungelöste Probleme. Dazu gehört die sehr ungleiche Verteilung von Arbeit. Das führt zu demografischen Verlusten, die sich generativ fortsetzen und die wir lange Zeit nicht werden aushalten können und gegen die wir auch noch keine überzeugenden Strategien haben. Wir haben nach 13 Jahren deutscher Einheit noch keinen gemeinsamen Maßstab, kein gemeinsames Koordinatensystem, mit dem wir die Erfolge der vergangenen Jahre messen und mit dem wir Lösungen für Aufgaben der Gegenwart suchen können. Wer hier unter uns immer nur nach den westlichen Ländern sieht und alles mit der Elle des Verfassungsgebotes gleichartiger Lebensverhältnisse misst, wird wohl noch längere Zeit über Defizite klagen und sich dabei aber auch die Freude über bisher erreichte eigene Erfolge vermindern. Wer hier unter uns die Entwicklung mit der unserer östlichen Nachbarn vergleicht, die aus einer gleichartigen Situation heraus durch Inflation ihren Aufbau selbst finanzieren mussten, der wird zu ganz anderen Ergebnissen kommen müssen. Ich habe in der letzten Zeit mit vielen Vertretern aus diesen Ländern gesprochen, die uns in den sogenannten neuen Ländern in Deutschland schlicht beneiden. Deshalb bin ich dankbar dafür, dass es gelungen ist, für heute auch Herrn Imre Kertész, den auch in Berlin wohnenden ungarischen Literaturnobelpreisträger des Jahres 2002 zu gewinnen, heute aus seiner Sicht über die deutsche Einheit zu uns zu sprechen. Ihn darf ich und seine Gattin besonders begrüßen. Etwas kann man nach 13 Jahren Wiedervereinigungspolitik, wie ich hoffe, unwidersprochen sagen. Wenn auch noch nicht alle teilungsbedingten Probleme überwunden sind, die wichtigsten Aufgaben, vor denen wir jetzt stehen, sind gesamtdeutsche und gehen uns alle an. Nur der Handlungsdruck wird wegen der noch ungünstigeren wirtschaftlichen Lage in den neuen Ländern viel stärker empfunden als möglicherweise in den anderen. Wenn es wahr ist, was Wirtschaftsstatistiker uns vorrechnen, dass von den zum Beispiel 1.583 umsatzstärksten deutschen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 250 Millionen Euro nur 48 in den neuen Bundesländern ansässig sind, dann wird deutlich, welche Asymmetrien an Wirtschaftskraft und auch an Steuerkraft wir noch überwinden müssen. Diese ungleichen Situationen haben auch die Konsequenz, dass die gleichen Lösungsansätze und Reformvorschläge in den unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Wirkungen und Folgen haben müssen. Für manche Probleme werden wir weiterhin ungleiche Regelungen brauchen. Die einwohnererzeugte Wirtschaftsleistung stagniert seit 1997 bei ca. 60% des westdeutschen Niveaus. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2002 im Bundesgebiet Ost mehr als das Doppelte über dem Bundesgebiet West. Fast jeder dritte Euro, der durch private Haushalte, die Unternehmen oder den Staat im östlichen Teil Deutschlands ausgegeben wird, muss nach wie vor durch Transferleistungen und Transferzahlungen aus dem Westen finanziert werden. Meine Damen und Herren, das darf sich nicht verfestigen. Trotzdem ist es richtig, dass wir auch erheblichen gesamtdeutschen Reformbedarf haben. Wir stimmen allen zu, die fordern, dass die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessert werden müssen. Bei uns in den neuen Ländern, wo das Wirtschaftswachstum eben noch geringer und die Arbeitslosigkeit höher ist, ist die Bereitschaft zu solchen Reformen größer. Nicht wenige unserer Betriebe haben schwierige Zeiten nur deshalb überlebt, weil Mitarbeiter und Geschäftsführung
in einer Notgemeinschaft Tarifprobleme eigenverantwortlich gelöst haben, ohne auf einen Rechtsrahmen dafür zu warten. Wir sind diesen Solidaritätsgemeinschaften dankbar und sollten unsererseits den Mut aufbringen, jetzt jene Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um die wirtschaftliche Entwicklung wieder voranzubringen. Gerade und besonders. Gerade und besonders die Menschen in den neuen Ländern haben aus den Erfahrungen eines schwierigen Transformationsprozesses gelernt, dass nur durch Veränderung die erkennbaren Probleme für die Zukunft gemeistert werden können. Sie sind dazu bereit. Wir haben von der früheren Bürgerbewegung gelernt, nicht nur das Unmögliche zu beklagen, sondern wenigstens das Mögliche zu tun, auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind. Wenn viele Menschen in unseren Ländern, an vielen Orten, viele, wenn auch nur kleine Schritte tun, können wir doch schon vieles verändern. Dabei erwarten sie natürlich Hilfe und Anleitung für uns, die wir dafür gewählt worden sind. Es waren und sind die einzelnen Bürger in allen Teilen unseres Landes, die die Lasten der Wiedervereinigung zu schultern haben. Durch zusätzliche finanzielle Belastungen die einen, durch einen völligen Umbruch ihrer Lebensverhältnisse die anderen. Dabei konnten Enttäuschungen nicht vermieden werden. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als wir uns nach Meinungspluralität und freien Wahlen sehnten, mit der Möglichkeit, als Bürger wenigstens dadurch mitentscheiden zu können. Heute wird die öffentliche Diskussion über unterschiedliche Problemlösungsmodelle als Hilflosigkeit der Politiker und als Verunsicherung empfunden. Aber ich glaube, zu diesem Eindruck tragen wir wenigstens dann bei, wenn wir unser Urteil selber davon abhängig zu machen scheinen, von wem der Vorschlag zuerst in die öffentliche Diskussion getragen wurde. Nichts anderes als Enttäuschung kann es auch sein, wenn hier in den neuen Ländern die Wahlbeteiligung immer geringer geworden ist. Nach meinem Eindruck werfen uns die Bürger nicht vor, dass wir nicht alle einer Meinung wären. Aber sie sind enttäuscht und werfen uns vor, dass wir nicht bereit oder fähig wären, die eigenen Grenzen zu überwinden und konkrete Lösungen für jene Probleme zu finden, die sie bedrücken. Dabei gibt es ermutigende Zeichen. Ich denke zum Beispiel an die Gesundheitsreform. Aber es gibt eben auch noch viele ungelöste Aufgaben, die vor uns liegen. Ich bin, meine Damen und Herren, so ehrlich zuzugeben, dass ich mir vor etwa 20 Jahren eine Vereinigung der beiden Teile Deutschlands nicht hätte vorstellen können. Nun leben wir schon 13 Jahre in einem wiedervereinigten Deutschland. Wir haben vieles erreicht, worüber wir uns von Herzen freuen. Wir haben auch das Selbstvertrauen, die noch bestehenden Unterschiede abzubauen. Aber wir wissen auch, es gibt noch viel zu tun. Und deshalb freue ich mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie unserer Einladung nach Magdeburg gefolgt sind. Und ich darf nun den Herrn Bundeskanzler um seinen Beitrag zu der heutigen Festveranstaltung bitten. Vielen Dank. Nach der Begrüßung durch Ministerpräsident Wolfgang Böhmer folgt nun also Bundeskanzler Gerhard Schröder. Hochverehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Böhmer, lieber Herr Kertész, meine sehr verehrten Damen und Herren, der 3. Oktober, kein Zweifel, ist für die Deutschen ein Tag der Freude. Wir freuen uns über wiedererlangte Freiheit. Die Voraussetzung für eine staatliche Einheit war und ist. Wir freuen uns, dass der 3. Oktober auch immer der Tag sein wird, an dem wir uns an den Mut erinnern, mit dem die Deutschen in der damaligen DDR die Mauer zum Einsturz gebracht und ein diktatorisches Regime beseitigt haben. Inzwischen wachsen Jugendliche heran,
die Mauer und Todesstreifen zu ihrem großen Glück nur aus Erzählungen und aus Geschichtsbüchern kennen, die aber womöglich die Bilder von der großen Flut im vergangenen Jahr im Gedächtnis haben und im Gedächtnis behalten werden. Bilder, die nicht nur Zerstörung und Not zeigen, sondern auch den gelebten, praktizierten Gemeinsinn der Deutschen, und zwar der Deutschen in Ost und West. In den 13 Jahren der deutschen Einheit haben wir miteinander viel erreicht. Und es war richtig und schön, Herr Ministerpräsident Böhmer, dass Sie darauf hingewiesen haben. Wir haben das erreicht, vor allem der Tatkraft und der Courage der Menschen in den damals neu hinzugekommenen Ländern. Trotz dieser beeindruckenden Aufbauleistungen ist die Arbeitslosigkeit in diesen neuen Ländern nach wie vor bedrückend hoch. Wir dürfen in unseren Anstrengungen bei der Vollendung der Einheit in dem Sinne, nicht gleiche, aber gleichartige Lebensverhältnisse herzustellen, sicher nicht nachlassen. Auch wenn vieles geschafft ist, wir machen uns keine Illusionen, dass noch ein langer und gelegentlich auch beschwerlicher Weg vor uns liegt. Meine Damen und Herren, wir erinnern heute aber auch daran, dass Deutschlands Freiheit und Einheit nur im europäischen Kontext gelingen konnte. Beides wäre nicht möglich gewesen, ohne die friedliche Revolution in Mittel- und Osteuropa von 1989. Ohne das Zerschneiden des Stacheldrahts an der ungarischen Grenze, ohne die Solidarność-Bewegung in Polen oder auch ohne die samtende Revolution in Prag. Und deshalb freue ich mich, dass Imre Kertész heute unter uns ist und zu uns sprechen wird. Lieber Herr Kertész, Sie stehen mit Ihrem Lebensweg dafür, die Menschlichkeit gegen die Erfahrung der Tyrannei in Deutschland zu setzen. Sie verkörpern die Kraft der europäischen Kultur. Sie haben nie nachgelassen, der europäischen Aufklärung das Wort zu reden, obwohl Sie selbst unter den teuflischen Abwägen der europäischen Geschichte den Nazis, aber auch später den Kommunisten gelitten haben. Sie haben geholfen und wir sind Ihnen dankbar dafür, dass wir Deutsche uns der Vergangenheit stellen und gemeinsam mit unseren Nachbarn die Zukunft Europas gestalten können. Es ist ein bewegender Augenblick, denke ich, dass Sie heute mit uns hier in Deutschland unseren Tag der Einheit feiern. Meine Damen und Herren, zwischen dem 3. Oktober 1990 und heute liegen nicht nur 13 Jahre deutscher Einheit, sondern auch 13 Jahre deutscher Souveränität, eingebettet natürlich in die europäische Integration. Deutsche Friedenspolitik ist deshalb eine Politik in Europa, für Europa und aus diesem Europa heraus. Aber anders als noch 1990 kann sich Deutschland heute notwendigen Entscheidungen in der Außenpolitik nicht mehr entziehen. Wir können nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr, auf die Vergangenheit oder gar auf mangelnde Souveränität verweisen. Unsere Partner überall in der Welt erlauben uns das nicht. Und ich denke, wir können durchaus stolz sein auf die Art und Weise, wie Deutschland seiner gewachsenen internationalen Verantwortung gerecht geworden ist. Wir haben dort, wo wir es für erforderlich hielten, auch militärische Verantwortung übernommen. 9000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind heute auf dem Balkan im Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder auch in Afghanistan zum Schutze der Menschen und zur Herstellung von Sicherheit im Einsatz. Aber die deutsche Gesellschaft tut das ohne jeden Hurra-Patriotismus. Und auch darauf, denke ich, können wir stolz sein. Und dort,
Und dort, wo wir überzeugt waren, dass die angenommene Bedrohung die Gefahren und Konsequenzen eines Krieges nicht rechtfertigen, da haben wir auch den Mut gehabt, Nein zu sagen. Wir verfolgen als Zivilmacht im Herzen Europas eine Politik der Prävention und des Engagements für Sicherheit in einem sehr umfassenden Sinne. Mit politischen, mit diplomatischen, mit wirtschaftlichen, aber auch mit kulturellen Mitteln. Und wenn es sein muss, ich habe darauf hingewiesen, auch mit militärischen. Für diese Politik finden wir Partner und große Übereinstimmung in der Europäischen Union, in der NATO und, wie ich es in der vergangenen Woche wieder habe erfahren können, auch und gerade in den Vereinten Nationen. Meine Damen und Herren, als stärkste Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union tragen wir auch eine Verantwortung für Wachstum und für Fortschritt, für ökonomischen Fortschritt, nicht nur für Deutschland, sondern in Europa. Europa erwartet von uns, und ich meine zu Recht, dass wir die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Potenziale Deutschlands für unsere Menschen in Deutschland, aber auch für ganz Europa nutzen und wo immer wir können, entwickeln. Nur dann können wir im friedlichen Wettbewerb mit anderen in Europa Impulse geben, die für den gemeinsamen Markt, die gemeinsame Währung und damit für gemeinsamen Wohlstand der Europäer wichtig sind. Das macht, wenn man so will, die internationale, die europäische Dimension der Diskussion um unsere Reformagenda 2010 aus. Dass es nämlich zum einen einer nationalen Kraftanstrengung in Deutschland bedarf, aber dass zum anderen vom Erfolg der Reformen bei uns noch etwas mehr abhängt als unser eigenes Wohlergehen. Gemeinsam müssen wir einen Pfad finden, der wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit miteinander neu in Einklang bringt, um unsertwillen, aber auch um unser Partner, zumal in Europa willen. Meine Damen und Herren, wir Deutschen sollten am 3. Oktober mit Bescheidenheit auf die Länder schauen, die in Mittel- und Osteuropa sind. In diesen Ländern ist seit 1989 allemal auch Unglaubliches geleistet worden. Und sie hatten eben keinen starken Partner, dessen Steuer- und Sozialaufkommen sie sofort mit hätten in Anspruch nehmen können. Sie haben eine enorme Anstrengung unternommen, um dorthin zu gelangen, wo wir alle in Europa sein wollen, in einer gemeinsamen Europäischen Union, die den Kontinent zusammenhält und Europa das nötige Gewicht auch im weltweiten Wettbewerb verleiht. Hier liegt der Grund, warum Deutschland sich auch deshalb immer als Anwalt dieser Beitrittsländer verstanden hat und, das sage ich am Vorabend der Regierungskonferenz in Rom, die heute und morgen beginnen wird, auch in Zukunft weiter so verhalten wird. Wir sollten nicht zulassen, dass Kleingeisterei und Kleinmut uns lähmen, wo noch längst nicht erreicht ist, was wir uns miteinander vorgenommen haben. Stattdessen sollten wir an einem solchen Tag auch einmal innehalten und zurückblicken auf das, was geleistet werden konnte. So wie Deutschland geeint ist, wird bald Europa geeint sein. Und diese Einheit basiert nicht auf der Logik von Machtpolitik, sondern auf dem Willen zur Freiheit und auf dem doch ganz einzigartigen europäischen Modell des sozialen Ausgleichs und der ökonomischen Effizienz. Es stimmt, dass Europa mit der Erweiterung der größte Binnenmarkt der Welt sein wird. Aber es stimmt auch, dass es uns auf diese Größe allein nicht ankommen darf, sondern vielmehr darauf, dass wir in Europa durch den freien Willen der Menschen Spaltungen und alte Rivalitäten überwunden haben. Und dass diese Freiheit zu einer sozialen und auch internationalen Verantwortung führt, die wir gemeinsam
und zwar im Bewusstsein unserer erreichten Leistungen wahrgenommen haben und weiter wahrnehmen müssen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vor der eigentlichen Festrede von Imre Kertész hören wir nun noch einmal das Jugendsinfonieorchester Sachsen-Anhalt mit der 9. Enigma-Variation von Edward Elgar. Nun hören wir Imre Kertész, den letztjährigen Literaturnobelpreisträger. Der 1929 geborene Ungar überlebte die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald. Inzwischen lebt und arbeitet er in Berlin. Herr Bundespräsident, Herr Bundesratspräsident, Herr Bundeskanzler, Exzellenten,
denke ich nun, wie auch immer, an deutsche Wiedervereinigung, läuft in meiner Vorstellung stets von Neuem jene unvergessliche Bilderfolge ab, die weit geöffnete ungarischen und österreichischen Grenzschranken an der Landstraße und die freudetrunkenen Gesichter der Menschen, die in die Freiheit hinübertanzen. Die deutsche Einheit begann mit Tanzschritten. Und wenn diese Schritte später auch ein wenig schwerer wurden, der Anfang bleibt für immer unvergesslich. Wenn eine Nation ihre Freiheit zurückgewinnt, lächelt für einen Augenblick die ganze Welt. Doch im heißen und brodelnden Sommer 1989 konnten wir noch nicht ganz sicher sein, ob dieses Lächeln auch begründet war. Wir brauchten Zeit, um bestätigt zu sehen und wirklich zu glauben, dass wir nach den schrecklichen Prüfungen des 20. Jahrhunderts auch Zeugen einer unerwarteten und freudigen Wendung sein durften. Ich meine den unblutigen Zusammenbruch des Sowjetreiches, dieses erschütternde, schwer fassbare Ereignis, das mit eben der Eigengesetzlichkeit ablief, wie überwältigende Naturereignisse, die wir entsetzt oder entzückt bestaunen, aber nicht beeinflussen können. Als ich dann herausstellte, dass die große Tönerne Feste tatsächlich eingestürzt war, flammten in ganz Europa die Freudenfeuer auf. Es schien, dass mit dem Verschwinden des letzten totalitären Reiches zugleich auch die letzte totalitäre Ideologie ausgelöscht war und der als Irrglauben überführte Staatssozialismus in Europa keinen Boden mehr hatte. Umso mehr jedoch die Währungs- und Zollunion, diese vorsichtige, in jedem Fall aber weitsichtige und sinnvolle Idee. Europa ist seit langer Zeit der rationalistischen Tradition verpflichtet. Und ob zwar es irrationale Staatsformen hervorgebracht hat und absurden Mächten diente, wurde das stets im Nachhinein eifrig verurteilt. Zwischen dem Zustandekommen der deutschen Einheit und der Idee der Europäischen Union besteht also ein enger Zusammenhang. Ja, beide sind wahrscheinlich ohne einander gar nicht vorstellbar. Dennoch, nach dem Abklingen der ersten Euphorie musste man auch an die Erbmasse denken, an die ungeheure Hinterlassenschaft des dahingeschiedenen Giganten. Die europäische Idee wurde in einer Atmosphäre von Freude und Angst geboren. Der eiskalte Pragmatismus aber, der die Verhandlungsseele beherrschte, aus denen nur die Wortfetzen der Finanzdebatten und das auf den Tisch hauen der ihre eigenen Interessen verfechtenden Seiten zu hören waren, erwies sich als eine Sprache, die viele nicht verstanden. In den osteuropäischen Ländern, die gerade ihre Unabhängigkeit wiedergewonnen hatten, vielleicht sogar niemand. Diese Länder blieben sich selbst überlassen. Und so seltsam es auch klingt, nach der erbärmlichen Sicherheit der fremden Besatzung, gewannen Angst und Ratlosigkeit die Oberhand. Vergebens das hohle Schulterklopfen, vergebens in volltönende Phrasen erklungen wie es wächst zusammen, was zusammengehört. Der europäische Gedanke ist vorläufig noch keine gemeinsame Vision geworden und statt einer Dynamik der Erneuerung ist eher ein ideologisches Vakuum entstanden. Der jugoslawische Völkermord hat deutlich gemacht, dass Europa zögert, die bedrückende Erbschaft anzunehmen, die der sowjetische Koloss ihm hinterlassen hat. Einige Jahre lang hat man einfach nicht gewagt, zur Kenntnis zu nehmen, dass sich an den südosteuropäischen Grenzen bereits die Abgründe der Apokalypse öffneten, die heute, gut 10 Jahre später, die ganze Welt zu verschlingen drohen. Neuerdings ist viel von alter Europa die Rede, von den Traditionen, von der europäischen Kultur. Und wenn wir bedenken, dass Europa im 20. Jahrhundert schließlich noch den Sieg davon getragen hat über die seine existenziellen Grundprinzipien bedrohenden totalitären Mächte,
Die beiden totalitären Ideologien, Nazismus und Kommunismus, ja, dass das neue Jahrtausend gerade im Zeichen dieses Sieges eröffnet worden ist, könnten wir im Grunde genommen zufrieden sein. Andererseits sind diese totalitären Mächte schließlich auf dem Boden Europas entstanden, haben ihre Wurzeln sich aus der vergifteten Erde der europäischen Kultur genährt. Und es ist die große Frage, ob die europäische Vitalität wohl ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika zu ihrer Bewältigung ausgereicht hätte. Die Situation Europas und insbesondere Deutschlands ist 40 Jahre lang durch den Kalten Krieg bestimmt worden. Waren westeuropäische Touristen wissbegierig, was das denn eigentlich bedeutete, kamen sie nach Berlin und besahen sich die Berliner Mauer. Auch ich habe das getan, nur eben von der anderen Seite, von Osteuropa aus. Als die deutsche Einheit und der europäische Gedanke noch nichts waren als ein schöner Traum, erschien West-Berlin vielen als die europäischste Stadt Europas. Und gerade ihre Bedrohtheit ließ sie so erscheinen. Als wäre die durch die Mauer zweigeteilte Stadt geradezu zu einem Memento für das Fehlen und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Europas geworden. Wenn man in Ost-Berlin über die Leipziger Straße ging, in die von drüben, von Tickerband auf dem Hochhaus des Springer Verlages, die verbotenen Nachrichten der freien Welt herüberblinkten, befiel ihnen das trügerische Gefühl, dass nicht West-Berlin ummauert war, sondern das ganze auf dieser Seite der Mauer beginnende und sich bis zum Eismeer hinziehende große monolithische Reich. Ich werde nie die frühsommerliche Abenddämmerung vergessen, als ich verloren am Ende dieser wüstengrauen Welt stand, auf der Straße unter den Linden und die Straßenabsperrung, die Wachposten mit den Hunden, die über die Mauer regenden Dächer der drüben neugierig auftauchenden Touristenbusse betrachtete und die gerade aufgleißenden Scheinwerfer quasi unmittelbar die Schmach meiner totalen Knechtschaft zu beleuchten schienen. 13 Jahre später, 1993, bin ich nun bereits als Westberliner Stipendia zu Fuß von Charlottenburg zum Alexanderplatz gegangen, um mich sozusagen mit den eigenen Beinen davon zu überzeugen, dass ich von der Straße des 17. Juni nun tatsächlich ungehindert zur Straße unter den Linden spazieren konnte. So wie ich im Frühjahr 2000 in Birkenau vom Tor über die einstige Rampe zum Krematorium marschiert bin, auch wenn es nur schon schwerer fiel zu sagen, wovon ich mich dort überzeugen wollte. Vielleicht davon, dass dieser 1 Kilometer lange, verhängnisvolle Weg, den ich zu jener Zeit nicht gegangen bin, heute auch für mich gehbar ist. Es ist vielleicht keine Entweihung dieser Feier, wenn ich zum Tag der deutschen Einheit gleichsam von der Höhe des zurückgelegten Weges aus in den Abgrund zurückblicke, aus dem heraus dieser Weg begonnen wurde. Umso mehr, als ich das Gefühl habe, dass wir gegenwärtig an einer neuen Station angelangt sind, die durch grundlegende Veränderungen, den unerwarteten Zerfall der alten Übereinkünfte, eine allgemeine Radikalisierung, die Angst vor dem Terror und das Gefühl der Ohnmacht all dem gegenüber charakterisiert ist. Ich gestehe offen, dass es für mich eines der erschütterndsten Erlebnisse der letzten Jahre war, als im ersten Augenblick des Irakkrieges alles zerfiel, was man in Luxemburg, Straßburg und anderen Schauplätzen des europäischen Zusammenschlusses geschaffen hatte. Als sei in den vergangenen 10 Jahren überhaupt nichts geschehen, erwachten Nationalismen zu neuem Leben, die alten selbstzerstörerischen Affekte kamen wieder hervor, und Europa schien gleichsam in seine alten Strukturen zurückzufallen. Von Neuem bildete sich eine Allianz der dominierenden Kontinentalmächte, diesmal Deutschland und Frankreich, gegen die angelsächsischen Mächte
England und Amerika heraus. Wohin war das angesichts des Terrorismus des 11. September 2001 verkündete Prinzip der unbegrenzten Solidarität? Wie konnte es kommen, dass der irakische Diktator, dieser späte Schüler Hitlers und Stalin, im Verlauf von pazifistischen Massenerhebungen zu einer fast annehmbaren Figur für Europa wurde, als der verfassungsgemäß alle 4 Jahre neu wählbare bzw. ablösbare Präsident der USA? Wie konnte es kommen, dass man plötzlich vergessen hatte, wer Feind und wer Verbündeter ist? Diese in ganz Deutschland und natürlich auch weltweit veranstalteten Demonstrationen konnten fast den Eindruck erwecken, als stünde Europa heute vor den gleichen Fragen wie 1919 oder 1938 und ringe ebenso unsicher mit ihnen wie damals. Ich bin überzeugt, dass der Pazifismus keine angemessene Antwort auf die Herausforderung des Terrorismus darstellt. Es hat in Westeuropa Verwunderung ausgelöst, dass sich die osteuropäischen Staaten in der Zeit des Konflikts an die Seite der Vereinigten Staaten stellten. Doch es kann sein, dass sich Polen und Tschechien besser an München erinnern als der Westen und dass auch in den politischen Instinkten der Ungarn noch die Erinnerung an das geopolitische Ausgeliefertsein lebendig ist, dass das Land mal Nazi-Deutschland und mal dem kommunistischen Russland in die Arme geworfen hat. Diese Staaten kämpfen schon seit langer Zeit um ihren Fortbestand, um ihre bloße Existenz. Ihre Entscheidungen hätten daher eine ernsthaftere Analyse verdient. Stattdessen kam es zu einer fast lächerlichen Wortschlacht zwischen Amerika und der Europäischen Union, in deren Verlauf die Vereinigten Staaten das neue, das junge Europa auf der politischen Bühne begrüßten, während in den höheren philosophischen Kreisen Deutschlands der Gedanke eines sogenannten Kerneuropas geboren wurde, eine keineswegs hinreichend geklärte, aus östlicher Sicht aber jedenfalls hochmütige Theorie, die wahrscheinlich nur dazu dienen dürfte, die künftigen neuen Mitgliedstaaten von den unmittelbaren Entscheidungen fernzuhalten. Letzten Endes handelt es sich, glaube ich, darum, dass Westeuropa nur schwer und zögernd die, wie man sagen könnte, paradoxe Bequemlichkeit aufgegeben hat, die es in der Zeit des Kalten Krieges des Zweimächte-Gleichgewichts genoss. Ohne Zweifel ist der Krieg gegen den Terrorismus aber für Europa mindestens von ebensolchem Lebensinteresse wie für Amerika. In unserer modernen oder postmodernen Welt verlaufen die Grenzen nicht so sehr zwischen Volksgruppen, Nationen und Konfessionen, als vielmehr zwischen Weltanschauungen, Welthaltungen, zwischen Vernunft und Fanatismus, Toleranz und Hysterie, Produktivität und zerstörerischer Herrschsucht, bis zum Äußersten vereinfacht zwischen Gut und Böse. Unsere Begriffe davon aber sind anscheinend zu unterschiedlich, zu divergent. Und sie werden umstritten bleiben, solange nicht wieder ein festes Wertesystem einer gemeinsam gestalteten und gemeinsam getragenen Kultur entsteht. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist das Zustandekommen der deutschen Einheit ein signifikantes Ereignis, dessen Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Denn der lange und konfliktbeladene Prozess der Vereinigung der beiden Deutschlands, der sich vor der Öffentlichkeit der ganzen Welt abspielte, lässt sich in gewissem Sinn auch als Generalprobe für die europäische Einheit betrachten. Heute sehen wir, wie mit dem Erstarken des deutschen Selbstbewusstseins und dem Ausbruch der Irak-Krise
die alten deutschen Tabus eins nach dem anderen gebrochen werden. Die Nazi-Barbarei hat der Welt unermessliche Leid gebracht. Ihre eigene Leidensgeschichte konnten die Deutschen daraufhin zumindest öffentlich nicht wirklich behandeln. In die Auseinandersetzung über die Bombardierung der deutschen Städte, den Luftkrieg gegen die Zivilbevölkerung, den Leidensweg der deutschen Flüchtlinge, mengt sich auch die dringliche Forderung nach einem Schlussstrich, dem Abschluss der von Auschwitz belasteten Vergangenheit, und die Kritik an der israelischen Regierungspolitik erscheint manchmal als Vorwand für antisemitische Zwischentöne. All das gründlich erwägend, habe ich mir ruhigen Herzens eine Wohnung in Berlin gemietet. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass die deutsche Demokratie stark und reif genug ist, alle Auseinandersetzungen zu überstehen. Zum Schluss stellt sich die Frage, was rechtfertigt meine Präsenz, die Präsenz eines ehemaligen Insassen deutscher Konzentrationslager bei der Feier der deutschen Wiedervereinigung. Heute, da fast 60 Jahre vergangen sind und eine neue Generation mit dem schrecklichen Erbe der Vergangenheit kämpfen muss, halte ich die Antwort nicht für einen Paradoxon. Die gemeinsame Arbeit. Es war und ist meine Intention, dass aus jener nicht wiedergutzumachenden Realität auf dem Wege des Geistes Wiedergutmachung, Katharsis hervorgehen möge. Von dieser Intention ist alles, was ich hervorgebracht habe, inspiriert. Dankeschön. Es sprach Imre Kertész, der ungarische Literaturnobelpreisträger. Zum Abschluss folgt nun die Nationalhymne. Das war die Übertragung des Festaktes zum Tag der Deutschen Einheit, diesmal aus Magdeburg. Hier in Sachsen-Anhalt geht es nun weiter mit einem riesigen Volksfest. In der Innenstadt und an der Elbe stellen sich die 16 Bundesländer vor, kulinarisch und mit Kultur. Stars werden Popgrößen wie Udo Lindenberg, Peter Maffay, die Prinzen oder Nena sein. Sollten Sie also in erreichbarer Nähe leben, steigen Sie in Bahn oder Bus und kommen Sie nach Magdeburg. Es lohnt sich. Sie können sich natürlich auch den folgenden Film anschauen. Monika Hoffmann hat die Wiederentdeckung der ostdeutschen Rock- und Popstars beobachtet. Feeling Ost, Rock, Legenden on Tour.
Auch dieser Film lohnt sich. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, einen schönen Feiertag und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.